Hey ho, heute machen wir selber einen Rollbraten aus einer Schweineschulter, gefüllt mit Bergkäse und Bärlauch. Also selber gemachter Rollbraten mit Käse, Bärlauchfüllung. Genau, so heißt das Video. Gehen wir rüber, da habe ich alles schon hergerichtet. Ja, zumindest fast. Hier sollte man schon alle nötigen Utensilien haben. Eben unseren Bärlauch frisch aus dem Garten. Den muss ich gleich erst einmal noch ordentlich durchwaschen. Dann wird er ein bisschen klein geschnippelt im Küchenmoped mit Olivenöl klein gehäckselt. Unser Schulterbraten, den werden wir nachher dann gleich aufschneiden und ausklappen. Ich hoffe, dass das gut funktioniert. Gewürzt wird bloß wieder mit SPP, also Salz, Pfeffer, Paprika. Wir wollen ja den Geschmack von dem Bärlauch und diesen Bergkäse. Ursprünglich habe ich mir heute noch einen Gruyère gekauft, aber dann hat Schatz den noch aus dem Kühlschrank rausgezogen. Verwenden wir natürlich den zuerst. Und ein bisschen Bacon. Weil ihr wisst ja, Bacon macht alles besser und Baconsaft gibt Manneskraft. Eine Reibe und eben dann die Schnur zum Verknoten. Ja Leute, dann lege ich jetzt einfach mal mit dem Bärlauch los. So, meine Griffe sind zwar nicht ganz so schlimm wie sonst, aber bevor wieder irgendjemand rumheult, dann nehmen wir uns den Bärlauch. Oh, der riecht jetzt schon richtig gut. Bisschen vorzerkleinern, kann nicht schaden. Na, schauen wir mal, ob das Ding anspringt. Und so machen wir das halt jetzt erst einmal richtig schön klein. Tja Leute, nicht immer sollte man auf Schatz hören. Ich wollte es eigentlich klein mörsern, aber jetzt haben wir es so gemacht. Und ist zwar nicht so eine schöne Paste geworden, wie ich das gern gehabt hätte. Aber in dem Falle sollte uns das auch ausreichen. Gut, können wir noch auf die Seite stellen. Brauchen wir erst nachher. Das hätte ich auch mit dem Messer so klein schneiden können. Egal. Jetzt haben wir es so. Fertig. Gut. Dann werde ich mich mal ans Fleisch wagen. Tüdelüdelüdelü. Ja, jetzt schauen wir halt, dass wir das mal uns halbwegs so zuschneiden, dass wir das nachher auch wieder rum halbwegs hier einrollen können. Ich bin kein Metzger. Es ist noch kein Metzgermeister vom Himmel gefallen. Naja, ihr wisst es ja. Naja, ziemlich dick, aber sollte funktionieren. Und würzen tun wir das Ganze jetzt mit Salz, Pfeffer, Paprika. Und zwar auf alle Fälle beidseitig. Danach können wir schon mit der Einrollaktion anfangen. Etwas dünner geschnitten wäre mit Sicherheit etwas geiler gewesen, aber jetzt ist es halt so. Schatzi, Bärlauch in Küchenmoped kommt nicht so geil wie Bärlauch gemörsert. Wer sagt das? Ja, die Erfahrung. Sagt es die Erfahrung. Beim nächsten Mal tun wir es wieder mörsern, ganz einfach. Warum, wie ist das warm? Ja, so blättrig. Keine schöne Paste. Dann hast du zu wenig gedingert. Oh, ich habe genügend gedingert. Nein, dann hast du zu wenig gedingert. Ich habe genügend gedingert.
Boah, Schatzi, ist das normal, dass der Käse so stinkt? Ja, das ist schon Bergkäse. Oh, Bergkäse, mein Gott. Gut, den ganzen Käse werden wir jetzt wahrscheinlich nicht brauchen. Wird sonst zu viel. Und zu guter Letzt noch ein bisschen von unserem Bacon mit drauf. Na, dann wollen wir doch mal. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ja, nein, vielleicht. Ja, ich weiß es noch nicht. Ich muss jetzt gucken, ob ich das mit den Einschnüren noch kann. Also weißt ja, manchmal funktioniert das hervorragend. Und beim nächsten Mal ist es wieder eine richtige Katastrophe. Also ob das jetzt perfekt geschnürt ist, wage ich schwer zu bezweifeln, aber es ist geschnürt, es könnte funktionieren und den wickeln wir jetzt noch ein bisschen in Folie ein, sprich so lange, bis wir draußen dann den Grill komplett angefeuert haben. So, noch die Reste reingestopft und wir dann rausgehen können. Ja, das war jetzt schon mal das ganze Hexenwerk herin. Bis nachher halt's anschneiden. Aber wir gehen jetzt dann nachher raus. Bis gleich. Ja, Freunde, im Hintergrund feuern die Kohlen an und ich habe vorher noch was vergessen zu sagen. Im Titel, die Cam steht wieder mal schief. Oh Mann, das sollte man vielleicht vorher kontrollieren. Egal, ich glaube, jetzt bin ich gerade. Im Titel habe ich schon korrigiert. Und zwar testen wir heute zusätzlich noch dieses Inkbird-Thermometer. Das IRF-4S ist ein Funkthermometer. Ich bin angefragt worden, habe gesagt, ja klar, habe mir eins aussuchen lassen oder aussuchen können. Ich wollte jetzt nicht unbedingt nochmal eins haben, wo auf WLAN oder auf Bluetooth geht fürs Handy. Ich wollte ganz einfach noch, um vom Handy-WLAN-Netz unabhängig zu sein, eins mit Funk haben. Bekommen tue ich dafür nichts extra. Außer vielleicht, dass ich vielleicht doch eins bekomme zum Verlosen. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Gut, packen wir es aus, schauen wir es uns an. Hier nebendran. Ja, Leute, wer mich ja beobachtet, weiß, ich habe ja noch das gute Grillei. Eben für die Bluetooth-Variante. So. So, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Also wie gesagt, ich habe es selber noch nicht ausgepackt gehabt. Muss ich das erst laden oder irgendwo Batterien reintun? Muss ich das erst aufschrauben? Ja, Batterien sind drin. Aber wie wird das geladen? Da ist ein Magnet dran. Okay. Na komm, komm jetzt raus hier. Aha. Also werden die Dinger geladen. Ah ja. Gut, also keine zusätzlichen Batterien nötig. Wo haben wir hier die Ladebuchse? Haben wir auch hier seitlich. Gut, dann ist das schon mal geklärt. Ich habe keine Ahnung hiervon, von diesem Thermometer. Und wieder alles in Englisch. Leider, leider, leider. Schieben wir
mal hier die Temperaturfühler. Das ist 1, das kann ich sogar ohne Brille lesen. Na, beim zweiten Mal drücken haben wir Fahrenheit, Grad. So, und jetzt sollte uns das irgendwas anzeigen. Leute, ein wenig schlau gemacht habe ich mich. Wir müssen hier die Fühler ordentlich reinstecken, weil die hier noch so eine Silikondichtung haben, damit die ordentlich dicht machen und da kein Wasser eindringen kann. Ja, und dann funktioniert das Teil. Connected hat's. Und ja, ich werde mir jetzt mit dem Ding erst einmal ein bisschen schlau machen. Nachteil, es ist nur in Englisch, so wie das jetzt aussieht, aber ja, wir werden hier auch irgendwie zurechtkommen. Okay, Leute, nachher im Einsatz da drüben und dann gucken wir natürlich, wie die Reichweite von dem ganzen Teil ist. So, mal ein bisschen gespielt. Ich habe hier jetzt den zweiten Fühler, also brauchen wir den dritten und vierten brauchen wir ja heute gar nicht. Den tun wir jetzt gleich mal wieder raus und weg. Funktionieren tun sie. Und dann können wir hier noch zwischen Medium, Well und dann auswählen. Das wäre dann Medium 71, weil dann also ganz durch 77 Grad und Mittel 74. So, wir gehen auf 77 Grad und ja. Somit hätten wir unser Thermometer bis jetzt einmal eingestellt. Die brauchen wir ja nicht. Grilltemperatur habe ich jetzt mal auf 130 sowas eingestellt. Werden wir dann schon sehen. Ja, und unten kann man dann noch einen Timer einstellen. Ja, ob man das alles braucht, ist die andere Frage. Auf alle Fälle soweit mal ein ganz nettes Gerät. Und ich gehe jetzt mal mit dem Teil rein. Nee, mit dem Empfänger und gucke mal, ob ich drinnen noch komplett Empfang habe oder ob mir das dann abreißt. Wenn ich drinnen Empfang habe, ist es mal richtig geil, weil dann hat es ein bisschen mehr Sendeleistung als mein anderes Funkthermometer. Gut, wir sehen uns hier draußen dann am Grill, wenn wir das Fleisch auflegen und Thermometer einführen. So, Freunde, das Thermometer hat tatsächlich Empfang bis drinnen in die Küche rein. Also richtig geil, da bin ich schon mal sehr zufrieden. Die Grilltemperatur ist hier jetzt schon mal drüber. Das drehen wir jetzt ganz einfach hoch. Jetzt gerade sehr bewusst, wie hoch der geht. Weil ob man den jetzt nur bei 120 Grad schön langsam macht oder bei etwas mehr, das ist ja relativ wurscht, sage ich jetzt einmal. Das kann jeder für sich entscheiden. Das Thermometer schiebt man hier jetzt ein volles Programm rein, damit es hier in die etwas dickere Schicht reinkommt. Ich habe unten eine Wasserschale rein. Und dann legen wir den hier jetzt drauf. Temperatur vom Grilltemperatur müssen wir noch ein bisschen höher fahren. Das müssen wir alles erst noch einregeln hier den Grill. So. Ja. Läuft die Cam überhaupt? Ja, Gott sei Dank. Ob ich den jetzt später überhaupt noch direkt über die Kohlen drauf tue oder was, weiß ich noch nicht. Schau mal, wie er einfach aussieht. Grilldauer, bis es fertig ist, keine Ahnung. Es kommt immer auf die Temperatur im Grill drauf an. Und ja, was ihr für ein Fleisch habt, das kann man nie so genau sagen. Auf alle Fälle reguliere ich jetzt gleich mal ein bisschen zu, dass uns das Ding wirklich zu heiß wird. Ja. So.
grillen, abwarten und ja, ich hole euch nachher einfach wieder hinzu. Und mit dem Teil wandere ich jetzt ganz entspannt rein in die Küche und stelle mir das auf den Küchentisch. Also Funkempfang, hervorragend, geile Sache, gefällt mir sehr gut. So Leute, wie lange das Ganze jetzt schon drin ist, keine Ahnung, ich habe nicht auf die Uhr geschaut, wir sind jetzt bei 48 Grad Kerntemperatur. Wir schauen jetzt einfach einmal rein, ob wir das Fleisch, tja, einmal rumdrehen und, oh ja, 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 das drehen wir auf alle Fälle einmal. Ich muss aufpassen, dass ich das Funkthermometer nicht mit runterschmeiß. Ja. So, jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Ja Leute, wir grillen das Ganze jetzt fertig. Drinnen ganz entspannt. Funkthermometer, richtig geil. Reichweite super. Man könnte jetzt das Stück nachher noch mit einer Barbecue-Soße einpinseln. Lasse ich heute höchstwahrscheinlich weg. Vielleicht mache ich es noch gleich nachher noch mit meinem Schatz ab. Aber ansonsten sieht es gut aus. Wir sehen uns dann ja das nächste Mal, wenn ich halt reingucke. So Freunde, wir sind bei 75 Grad. Also das Thermometer wirklich bis drinnen durch die dicken Wände. Ich kann es bloß wieder betonen. Funk, Reichweite, kann ich jetzt schon mal sagen, top. 77 Grad haben wir gleich erreicht. Die können wir gleich das Fleisch runternehmen. Ja, und das machen wir als nächstes. Bei Erreichen der Temperatur schaltet sich sogar die Beleuchtung ein. Wir haben es jetzt so irgendwas so um die 2 Stunden drauf gehabt. 77 Grad, Temperatur war immer um die 200 Grad rum. Dank der... Bambuco-Kohlen von MacBaguette, die ich heute wieder mal verwendet habe. So, dann können wir das Ding komplett ausschalten. Den hier können wir auch komplett ausschalten. Plopp, auf das Inkbird, gehen wir nachher noch mal drauf ein beim Fazit. Ha. Und der sieht doch mal richtig gut aus. Mein selber gerollter Rollbraten. So. Und jetzt gehen wir rein und schneiden den an. So Leute, aufgrund von Schatzi Schulter und so, ihr wisst ja, muss ich jetzt heute Fleisch aufschneiden. Sie steht aber neben mir und kontrolliert. Auf meinen Wunsch hin. So. So, mein Schatz. Oh, schau mal, da darfst du das erste Probiererle heute machen. Okay. Oh, Leute. Schaut euch das an. Schaut euch das an. So muss das. Oh, und der Saft läuft auch noch. Ist doch wunderbar. Wir werden das Ganze jetzt schön mit dem Toastbrot essen. Na? Dünner. Dünner? Noch dünner? Das kann ich ja gar nicht. Ja, zu dünn ist doch auch nichts. Doch. So. Hey! So, ich schnappe jetzt ein Toastbrot. Nur echt mit dem VW-Bus drauf. Oh ja. Ups. Och nee. Nicht auseinanderfallen. Schmeckt sehr fein. So. Und dann mache ich hiermit das Probiererle. Also, ganz einfach. Warum muss ich oder müssen wir immer so viel Zubehör machen? Heute wirklich ganz einfach. Ja, weil ich atemlos bin.
Bin ich ganz arm dran. Du bist ganz arm dran. Hm, lieber arm dran als arm ab. Hm. Mhm. Ich find's lecker. Hm. Wir sehen uns nachher dann nochmal. Ich muss jetzt erstmal schön essen, lecker essen und dann machen wir noch unser komplettes Fazit. Was hast du da? Dir das Besteck geben. Und ich dann esse das so. So Leute, und bevor ich mein endgültiges Fazit spreche, habe ich hier jemanden an der Leitung, der wollte euch auch mal wieder Hallo sagen. Hallo liebe Chunky-Fans, ich war schon lange nicht mehr bei Michi, ich bin furchtbar traurig. Zeit wird's, dass ich mal wieder vorbeikomme. In diesem Sinne, Michi, das Wort gehört dir. Macht's gut, ciao. Ja, und ich beende jetzt das Gespräch. Wo ist der Mülleimer? Ja. Und dann sprechen wir das endgültige Fazit. So Freunde, dann kommen wir jetzt noch zu unserem endgültigen Fazit. Fangen wir mit dem Essen an. Es war wirklich sehr lecker. Dieses Zusammenspiel mit dem Bärlauch da drin und dem Käse plus dem Bacon, also ich fand's klasse. Wer jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr würzen können oder eben, wie gesagt, wer es noch ein bisschen extravaganter möchte, der kann das Ganze noch mit einer Barbecue-Soße glazen und da vielleicht auch noch ein paar Geschmacksanregungen, Geschmackserlebnisse rausholen. Wir fanden das so jetzt hervorragend, klasse, stimmig. Es war nichts überwürzt. Man hat alles sehr gut rausgeschmeckt. Einfach klasse. Ja. Dazu ist eigentlich nichts weiter zu sagen. Es war gut, es war lecker, es war klasse. Ja, passt. Okay, dann kommen wir noch zu diesem Inkbird Thermometer. Wie heißt's? IRF4. Es. Jo. Wie gesagt, ich wollte jetzt noch mal ein Funkthermometer, wenn man mal unterwegs ist, irgendwo kein WLAN hat oder einfach ums Handy frei zu halten, dass man nicht das Handy eben da dazu verwenden muss. Ja, deswegen eben noch mal ein Funkthermometer und ich muss jetzt echt sagen, das Ding gefällt mir richtig gut. Natürlich gibt es auch ein paar negative Sachen wie nur in Englisch. Und ja, das war eigentlich das Hauptsächliche. Aber man kann Fahrenheit und Celsius einstellen. Das ist natürlich wichtig. Drei Thermometer fürs Essen. Ein Thermometer für den Grill selber. Eigentlich ausreichend. Preislich liegen die Dinger, glaube ich, bei 60 Euro über Amazon. Verlinke ich unten. Ja, und beleuchtet. Reichweite ist mal extrem geil. Also mein altes Funkthermometer, das Ready, ach was weiß ich, wie es geheißen hat, hat definitiv nicht diese Reichweite gehabt. Und von daher kann ich eigentlich bloß eine Kaufempfehlung geben. Die Dinger sind, ja, es steht wasserdicht drin, also ich würde es vielleicht jetzt nicht unbedingt direkt ins Wasser schmeißen, weil ob so ein Verschluss hier wirklich hundertprozentig wasserdicht ist, weiß ich nicht. Aber Spritzwasser geschützt, man kann es mal im Regen liegen lassen oder so, das mit Sicherheit. Man kann es sauber abwischen, das auch mit Sicherheit. Lithium-Ionen-Akkus drin, was will man mehr? Also wer Funkthermometer will, dem kann ich das hier empfehlen. Gut. Dann war auch schon komplett am Ende von dem Video angelangt.
Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Oder eben vielleicht auch live irgendwo. Naja, kann man nie wissen. Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Spargel! Wir haben Spargel! Yeah, jawoll! Wenn wir Spargel kochen, sieht das so aus! Ja. Das ist dann sozusagen die Steigerung von der letzten Filet Bernandez, was er gemacht hat, dieses Mal mit Spargel!